Oh nee! Guck mal an, der kleine Scheiße hier. Zum Glück habe ich hier 6 Generäle drin. Das kann jetzt lustig werden. Also für Halo brauchst du keine RTX. Ich habe keine RTX, die kommt ja nicht. Nvidia schafft's ja nicht, die zu liefern. Also von daher habe ich die nicht mal. Ich bräuchte auch für Siedler 2 kein RTX. Wobei ich mir echt gerade überlegen bin, stellt euch mal vor, Ubisoft würde in die Siedler 2 hier in die Gold-Edition, die würden hier Deep DLSS einbauen, dass du Grafiken hochskalieren kannst auf 4K. Stell dir mal gerade Siedler 2, stellst dir gerade nur mal vor, Siedler 2, das klassische, in 4K-Auflösung. Das wäre geil. Hepi wird auch nie RTX haben. Ja, ich glaube auch. Das ist... Ich glaube einfach, die RTX 2080 Ti, das war einfach ein Fake. Die kommt, die gibt's gar nicht. Die baut, die entwickelt Nvidia gerade erst noch. Und drum kommt die... und drum kommt die irgendwann... Oh, jetzt greift er nicht mehr an. Ich glaube, das Spiel ist generell verbuggt. Er hat auch gerade ein Problem. Sein General läuft ja auch gerade querfeldein rum. Das ist, ja. Da brauchst du immer noch keine RTX für Siedler 4K. Nee, aber die... Aber du könntest mit der RTX theoretisch das dann über den KI-Chip alles hochrechnen lassen dann auf 4K. Sicher, dass das kein Kickstarter war, wo du bestellt hast. Meinen könnte man es fast. Man könnte es tatsächlich mal... Ich glaube, jedes Kickstart-Unternehmen würde es besser hinkriegen, einen Launch zu machen als Nvidia. Das ist... Die haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Das muss man ganz offen sagen. Das ist so... semi-gut gelaufen, muss ich sagen. Das ist... ja... So, nee, bei Original Nvidia bestellt. Nvidia GoGo. Ach ja. Ich muss sagen, ich kann mit einem Auge kann ich drüber lachen, auf dem anderen Auge weine ich drüber. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Das ist eigentlich ein sehr, es ist eigentlich ein sehr trauriges Thema. Das muss man fairerweise mal sagen. Ich weiß mal, Großoffensive hier unten, weil wir haben so viele Generäle hier unten. Also wir haben so viele Soldaten da unten, ich musste unten jetzt mal den Grünen wegpushen, weil ich brauche tatsächlich langsam aber sicher mal Ressourcen hier. So. Schneller Vorlauf, ich müsste überall mit so vielen Truppen angegriffen haben, dass ich es sogar voll besetzt habe, dann die Gebäude. Also müsste das passen. Hier müsst ihr noch angreifen dann. Oh. Ja. Nein. Schnell mal das Gebäude wegreißen, weil... Hier ist ein Katapult. Und das ist fies. Ah, das sind überall Katapulte hier. Das ist ja bescheuert. Überall Katapulte hier hingestellt. So ein mieser Penner. So. Oida, wieso wuseln da so viele? Da war ein Lagerhaus, das habe ich platt gemacht. Drum wuseln da so viele. Da war ein Lagerhaus so. So, kann ich da hinten angreifen? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann dann mit denen hier unten angreifen, sofern das ansatzweise hinhaut. So. Okay, das haben wir noch. Zack, jetzt muss ich hier oben gleich angreifen. Zack. Ich brauche unbedingt dieses Gebäude hier. Weil hier nämlich die... das Katapult mich gleich beschießen wird. Und da muss ich jetzt schnell sein. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Gold gefunden. Okay, der Gold brauche ich eh gleich. Das passt. Okay, Le Generale...
Oh, zwei Generäle, verdammt. Das wird happig, glaube ich. Ne, ich glaube, das werde ich nicht schaffen, ne? Das Problem ist jetzt gerade, dadurch, dass ich die Gebäude alle eingenommen habe, sind die anderen Soldaten abgezogen und sind nicht rechtzeitig eingetroffen. Was leider dann das Problem ist, dass mir jetzt die Truppen in den Gebäuden fehlen. Weil die Idee war eigentlich, dass ich alle mit allen Truppen vorrücke letztlich. Oh cool, hat geklappt. Geil. Oh, das hat sich gelohnt hier. Das ist also richtig, das ist ein richtig tolles Gebiet hier gerade. Ach komm, jetzt ist oben auch noch so ein Scheiß-Katapult. Bergwerk verbraucht. Okay, machen wir gleich mal. Ich düse mal eben hoch. Ich hoffe, die anderen Generäle, wo ich den Turm jetzt abgerissen habe, ich hoffe, die fangen sich jetzt dann gleich und wissen, wie es nach Hause geht. Natürlich ist ein General drin, ist klar. So. Na toll, das hat gut geklappt. Wisst ihr was, das reißen wir auch ab hier. Das kleine Ding brauche ich nicht. So, Kohle gefunden. Toll, hier ist noch Gold. Das nehmen wir mit. Bergwerk verbraucht. Okay. Feindliches Gebäude eingenommen. Ja, das weiß ich. Gold gefunden. Geil. Okay. Feindliches Gebäude eingenommen. Bergwerk verbraucht. Na, das hat er lang gehalten hier. Das hat er mega lange gehalten. Hurra! Dass der da oben, ne, dieser kleine Scheißer, dass der da immer angreift. Der soll sich mal raushalten, wenn die Erwachsenen spielen hier. Das gibt's ja nicht. Immer diese kleinen, nervigen Belger immer. Echt. Unfassbar einfach. So, schnell die Truppen hier hin. Machen wir das hier noch so, dass wir mehrere Wege hier runter haben. So, okay. Was? Oida, wieso? Achso, hip, lohnt sich City Skylines. Achso, Timeout. Kannst du hier mal klein teilen, klar. Mit der RTX ist alles geiler, also wenn sie kommt. Okay, jetzt muss ich mir mal das Bild dann angucken. Irgendein Link mit irgendwas gepostet. Ich weiß noch nicht, was drin steht. City Skylines? Ja. Ich muss sagen, City Skylines finde ich eigentlich total geil. Es gibt halt auch diverse Add-ons dann, dass du unfassbar viel machen kannst. Also städtemäßig und so weiter und so fort. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es macht Spaß, finde ich. Und je nachdem, wie stark man sich in das Spiel, auf das Spiel einlässt, kann es kurzweilig sein oder sehr, sehr langfristig. Es ist ein besseres, wenn du, oh, wie hieß das? Also wenn du ein Fan von SimCity bist, würde ich dir auf jeden Fall City Skylines empfehlen. Das ist SimCity nun besser. Beziehungsweise in cool, sagen wir es mal so. Du musst nur auf 9GAG nach RTX suchen. Okay. Was würde ich da dann finden, wenn ich da gleich drauf gehe? Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen roten Platt da hinten, ne? Weil der nervt mich ein bisschen. Hier kann ich mit 23 Soldaten angreifen. Läuft. So, weiß nicht, ob ich SimCity mag. Habe ich nie so richtig gespielt damals. Ich weiß gar nicht, ob ich von City Skylines, ob ich ein Let's Play gemacht habe. Sonst könntest du mal auf YouTube einfach gucken bei mir. Weil wenn es dir bei mir gefällt, dann wird es dir auf jeden Fall selber auch gefallen. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, hier müssten wir jetzt langsam mal beim Grünen am Ende sein, oder? Viel dürfte theoretisch nicht mehr fehlen. So, ihm fehlt hier kompletter Stein. Das ist ganz gut.
Militärmacht bin ich stärker. Gold bin ich auch deutlich stärker als er. Langsam aber sicher können wir es, glaube ich, mal so ein Stück weit wagen dann gleich. Dass wir versuchen, da das ganze Gebiet noch zu okkupieren. Das wäre schön. Wisst ihr was? Ich bin mal mutig. Ich vermute mal, dass hier auch noch Gold ist. Also baue ich auch noch ein Goldbergwerk hin. Einfach nur, weil ich sehr viel Gold brauche. Und mir die Produktion ja gerade so langsam geht. Das Geile ist, der greift jetzt hier auch. Solange der hier oben jetzt angreift und seine Soldaten hier oben alle verbraucht, ist mir das vollkommen recht tatsächlich. Das ist mir so vollkommen recht. Da habe ich gar kein Problem damit. Weil das freut mich sogar. Ich lade ihn sogar ein, hier oben anzugreifen, weil ich hier zwei Wachtürme habe, genau. Was? Da fehlt der komplette Stein. Ach so, ja. Wortwitz. Ja, ich hab's verstanden. Oh Mann. Was für ein Schenkelklopfer! Weiß gar nicht, ob man es gehört hat. Hab gerade auf meinen Schreibtisch geklopft. So. Ach Gott, ich muss anders hinsetzen. Ach ja. So. Ein bisschen anders hinsetzen mal hier, weil. Ach so. Das Tolle ist, dass ich hier oben übrigens kriege ich nicht mal eine, ich kriege hier oben nicht mal eine Benachrichtigung zum Beispiel, dass der angreift, weil er gar nicht so weit kommt. Weil er gar nicht bis auf diese Schwelle hier vorstößt, sondern immer vorher wegbricht. So. So. Achso, hier. Ich müsste den Boost mal wieder anmachen. Hier sind, glaube ich, nee, hier ist einer drin. Hier sind zwei drin. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier angreife, ne? Wo kommen die her? Okay, einer kommt von da raus. Das ist okay. Ja, die kommen von da jetzt raus. Das ist jetzt nicht so geil, aber gut. Ich will die Gebäude hier haben, weil hier der stört mich da ein bisschen. Das ist so leicht nervig, dass da hier so viele von... dass da sein Gebiet hier noch ist. Das darf nicht sein. Ich muss hier maximale Effizienz aufwarten. So, hier haben wir jetzt einen. Fehlt, hier fehlen zwei, aber das kriegen wir hin, glaube ich. Ja, das hat sich gelohnt. So, zack. So. Natürlich macht ein General für mich noch platt, ist logisch. So, feindliches Gebäude eingenommen. Flop. Und das hier haben wir auch. Da komme ich nicht hin. Aber von da komme ich hin. So. Okay, feindliches Gebäude eingenommen. Geil. Ja, gut. Wie schaut es hier aus? 9 Generäle. Okay, jetzt passt auf. 1, 2, 3. 3. 3. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich... Ich muss mal jetzt gucken, wo ich jetzt hier gerade lande. Gut, ich muss zugeben, es ist ein bisschen fies hier anzugreifen, weil er keine Chance gegen mich hat. Das ist echt ein bisschen fies, ehrlich gesagt. Das muss man echt fairerweise sagen. So, da wuseln jetzt wieder so viele.
So, Gebäude eingenommen, jawohl. So, hier mit 3 angreifen, da oben greifen mit 4 an. Ich hoffe, dass hier... Ne, da geht keiner raus, das passt. Gut. So, dann nehmen wir das hier mal alles ein. Ich glaube, der hat auch wieder ein Lagerhaus gehabt, ne? So wie die hier wuseln. Ist mir sehr verwirrend. Zack. So, haben wir das auch angenommen. Sehr gut. Mal gucken, wie schnell das hier platt macht. Ja, bevor das Katapult schießen konnte, hat das platt gemacht. Geil. So. Okay, haben wir das. Okay. Die in Overwatch haben auch keine Chance gegen dich, oder? Nie. Ich bin absoluter Pro-Gamer in Overwatch. Das heißt, niemand hat eine Chance gegen mich in Overwatch. Das ist Gesetz. Niemand hat eine Chance gegen mich. So, wo kommen die jetzt her? Die kommen da raus. Zack. Zack. Okay. Achso, da ist jetzt ein General rausgegangen. Den wollte ich eigentlich gar nicht, weil hier ist jetzt wieder die Gefahr, dass das der Schwarze wieder einnimmt. Aber gut. So, dann machen wir das hier oben noch platt eben. Ja. Ja, dann Katapult natürlich, ist klar. Oh gut, hat daneben geschossen. Jetzt muss ich bloß hoffen, dass der Wachturm da oben schnell stirbt. Oder doch, Wachturm ist es, genau. Bevor ein zweites Mal zum Schießen kommt. Nein, verdammte Axt! Ach komm, da hat sich mir das Menü verabschiedet. Das ist doch fies. Ich wollte das gerade wegreißen, jetzt hat er mir den General getötet. Ach meine... Das gibt Rache. Du bist aus Neugier, der kann doch da auch hinschießen, oder? Jetzt hat er mir echt einen General getötet, weil das Menüfenster sich einfach verabschiedet hat. Das ist fies. So. Feuert das Katapult jetzt hier oder nicht? Wir werden von einem Katapult beschossen, ja. Nein, was? Ach komm, jetzt hat er mir auch das platt gemacht, weil hier das Katapult geschossen hat. Ach komm. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen, dass hier ein Katapult war, dass das hierhin reicht. Ach, das ist bescheuert. Jetzt hat er es geschafft, mir dadurch die Generäle kaputt zu machen. Toll. Das ist ja ein Traum hoch 10. Aber ich glaube, ansonsten kann er nicht auf mich schießen, ne? Okay, hier gehen die ganzen Soldaten rein. Das passt. Dann kriegen wir da noch die Sachen hochgepusht. Okay. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Na gut. Bisschen was haben wir jetzt wieder in Bergwerken, wobei so viele sind es gar nicht mehr. Oh, das ärgert mich jetzt mit den Katapulten, ne? Das ist so... so sinnlos gefühlt. Vor allem, dass der überhaupt so viele Katapulte hat. So, das weg. Mann. General vom Stein getroffen. So.
So, okay.